Hi Leute und willkommen zu einer weiteren Folge von Pizza Connection 3. Jo, in der letzten Folge haben wir Paris ja hinter uns gelassen und wir können jetzt hier London erkunden. Wir haben zwei Restaurants. Einmal ist das erste Restaurant und hier ist das zweite. Und wir haben zum ersten Mal Gegner Nummer Uno. Ja, hier der zweite und hier das dritte Restaurant. Gut, pachte ein Warenhaus und beliefere ein Restaurant. Anzahl der Schichten in Dead Man Walking und Anzahl der Schichten in zwei Pizzas und ein World Cup. Das wird wahrscheinlich World Cup heißen. Gut, dann würde ich mal sagen, wir haben hier ein paar Problemchen. Und zwar Pizzen auf der Menükarte. Wir sollten uns vielleicht mal angucken, was wir hier... Okay, Bonzen. Das ist mitunter der schlechteste Restaurant, wo man irgendwie haben könnte. Abbrechen. Die Architektur ist auf Grufti und Studenten ausgerichtet. Schauen wir mal. Studenten, kommen kaum welche. Grufti, kommen auch kaum welche. Also wir haben Bonzen und Teenager. Alles klar. Dann schauen wir mal unser zweites Restaurant an. Ah, hier sind wir zu Hause. Hier haben wir auf jeden Fall schon mal Arbeiter. Den Arbeitern gefällt das und den Teenagern auch. Ups. Teenager haben wir keine hier. Arbeiter. Und Bonzen. Bonzen und Arbeiter. Okay, hier fehlt auf jeden Fall schon mal ein Tisch. Wir haben ein kleines Lager. Ja, ich würde sagen, umbauen. Definitiv umbauen. Gut. So, da la. Grundriss ändern. Yep. Wie viel Kohle haben wir? 200.000, Alter. Ups. Und da läutet das Telefon. Ich bin gleich wieder zurück. So, und da bin ich wieder. Oder wir wieder. Ich habe jetzt halt hier schon mal... Ey, mein Freund. Du gehörst hierhin. Passt. Ich habe jetzt hier einfach schon mal die zwei Restaurants eingerichtet. Ernsthaft jetzt? Ernsthaft? Der steht doch jetzt ganz normal, oder? Ja, jetzt passt er. Genau. Also, dieses Restaurant hier. Restaurant. Ich werde das übrigens heute den ganzen Tag sagen. Restaurant. Bekommt dann noch einen klassischen Ofen. Hier hin. Und der ist jetzt hier für Bonzen und für Gruftis. Das heißt, wir brauchen eine Bonzen und eine Grufti-Pizza. Dann haben wir das hier für die Arbeiter eingerichtet. Das hier. Im klassischen Stil, im einfachen Stil, glaube ich, ist es. Genau, also für Arbeiter und Teenager. Teenager haben wir hier leider keine, aber dafür Arbeiter. Das ist klassisch, glaube ich. Guck mal hier rein. Einfach, Entschuldigung, nicht klassisch. Klassisch war das auf der drüberen Seite. Und wir brauchen noch ein Warehouse. Ich würde sagen, wir nehmen das hier. Pachten. Und wie heißt das hier? Dead Man Walking. Dead Man Walking. Und wir möchten die Qualität von Minimum Großhandel
Lieferant festlegen. Perfekt. Und hier herüben würde ich ehrlich gesagt auch gerne dieses Warehouse pachten für zwei Pizzas und ein Volt Cup. Und hier sollte auch der Großhandel eigentlich voll und ganz ausreichen. Gut. Hier sind Arbeiter. Okay. Dann benötigen wir zwei Schichten hier, nein, drei Schichten hier und drei Schichten drüben. Das sollten wir hinbekommen. Gut, Angestellte. Also, wenn wir mal schauen, wir brauchen eigentlich ab 3 Uhr in der Früh Koch, Bedienung, Lieferant, Koch. Wie schaut es mit dem Koch aus? Weg. Ja, definitiv weg. Also, die Hauptzeit ist eigentlich zwischen 9 und 15 Uhr. Da sollten wir einen guten Koch hier haben, dann eine sehr gute Bedienung und einen guten Lieferanten. Genau. Und dann brauchen wir nochmal einen Koch, der ist relativ teuer hier. Schauen wir hier mal rein. Denke, der sollte taugen. Bedienung machen wir auch wieder. Bonzen, glaube ich, legen da sehr Wert drauf. Können wir hier mal nachgucken? Bonze. B-b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 -
Ein besonders fester Teig sowie ein hochoffizieller Belag definieren diese Kreation für den überzeugten Royalisten. Für Altpunks auf Wunsch auch mit Corgi Salami. Pizza Queen. Okay. Schauen wir mal. Ich sehe hier nur eine Salami. Okay, also was möchte denn der Bonze? Der Bonze möchte auf jeden Fall Gemüse. Wir können ja hier mal reingucken. Bonze. Er mag Vielfältigkeit, er mag Gemüse, er mag Früchte und ein klein wenig Fisch. Okay, dann schauen wir mal. Spinat. Radieschen. Okay, was mögen die? Vielleicht Spargel? Dann brauchen wir Fische. Kaviar. Die Zutaten auf dieser Pizza sind okay. Ich würde jetzt fast sagen, wir nehmen dann hier noch ein klein wenig Lachs. Oh! Wir können einen ganzen Lachs drauflegen. Die Belagmenge ist okay. Und dann brauchen wir natürlich noch Obst. Wir kredenzen heute Datteln. Das ist eigentlich keine Dattel. Dattel. Das ist die perfekte Belagmenge, aber die Bonzen mögen es trotzdem nicht. Gewürze haben sie nicht so gerne. Ein bisschen Feta drauf. Ja, wird schon besser. Alles klar. Wie viel können sich die Bonzen eigentlich leisten? Das ist hier die Frage. Der Bonze kann sich... Ah ja, da können wir mit dem Preis gut nach oben gehen. So, sehr gut. Und Pizza speichern. Die Pizza Queen speichern. Die Leute lieben die neue Pizza. Sie schmeckt ihnen gleich viel britischer. Die Kundenzufriedenheit ist spürbar gestiegen. Du solltest jetzt also noch weitermachen. Dein neues Motto... Alle Macht dem Volk. Britische Institutionen wie Shakespeare, The Queen und Brexit schreien nach ihrer eigenen Pizza. Alles klar. Verstanden. Eine Pizza wie eine Tragödie des großen Meisters, blutig voll Heimtücke und überraschender Wendungen, wird mit einem Sonett serviert, das unser Oberkellner persönlich gedichtet hat. Bestimmt. Alles klar, erstelle eine Pizza mit dem Namen Pizza Shakespeare. Was haben wir denn jetzt noch? Kruftis, glaube ich, war das, gell? Kruftis müssen wir auch noch bedienen. Kruftis, die mögen Fisch, die mögen Gewürze und die mögen Käse. Also, Fisch, da haben wir ja Kaviar und was war das andere? Lachs. Schauen wir mal. Krufti. Ich kann mir die Pizza leisten. Die Zutaten auf dieser Pizza sind okay. Hat die perfekte Belagmenge? Okay. Dann haben wir natürlich noch Gewürze. Der Krufti mag es im Allgemeinen scharf, damit er aber noch was schmeckt. Dann brauchen wir natürlich noch ein klein wenig Knoblauch zur Verfeinerung. Dann Basilikum muss mit dabei sein. Und Chili ist eh klar. Okay, was mag der Krufti noch? Käse. Wir haben eh schon Schafskäse, also Vita.
Dann würde ich sagen, wir nehmen noch ein klein wenig mehr. Krufti liebt die Pizza. Perfekt. Jetzt müssen wir preistechnisch noch schauen. Hier sind 50 Euro. Hier sind 25. Also können wir auf 30 Euro schon hochgehen. Ja, locker. 22, 38. Kann sich die Omi leisten, würde ich mal sagen. Das ist die Pizza Shakespeare. Speichern. Eine Pizza, deren Duft nach Provinz und Abgeschiedenheit mit einem Hauch Nationalismus abgerundet wurde. Genau die richtige Nervennahrung für den über die große, weite Welt besorgten Bürger. Mhm. Pizza Brexit. Ist genau für die Arbeiter. Perfekt. Ups. Zutaten entfernen. Dreieckig. Gut, dann gucken wir mal, was der Arbeiter so möchte. Der Arbeiter möchte Fleisch und Käse. Perfekt. Arbeiter? Ich kann mir die Pizza leisten. Ich mache die Zutaten auf diese Belagmenge. Auf diese Pizza gefällt mir nicht. Ja, das ist mir schon klar. Okay. So, die Frage ist jetzt. Belagmenge, Belagdicke. Okay, Vielfalt nicht wirklich. Das heißt, wir nehmen hier noch ein klein wenig Gouda. Und ein klein wenig Parmesan. Ah, die Belagmenge ist ihm schon zu viel. 204 Gramm, okay. Machen wir die mal runter. Ups, abbrechen. Und, ach ja, wir nehmen einfach hier mal Peperoni-Wurst. 2, 3, 4, 5. Der Arbeiter kann ihn nicht leiden. Hä? Ist es schon wieder... Hier, Arbeiter. Mag Salami. Arbeiter mag Käse. Keine Gewürze. Fleisch aber. Ernsthaft jetzt? Wie viel Gramm Salami haben wir da jetzt drauf? 270 Gramm, okay. Ich würde sagen, wir gehen dann jetzt hier mal ein bisschen höher. Belagmenge. Sehr schön. Dann haben wir jetzt für die Arbeiter zumindest auch schon mal. Aber das kann sich der Arbeiter doch nie leisten. 50, 25, na doch, kann er sich schon leisten. Da gehen wir jetzt aber mal runter auf 30 Euro. Und wir sollten diese Pizza noch speichern. Pizza Brexit. Ja. Deine Pizza wurde gespeichert. Wer braucht Pizza Quattro Stagioni? Stimmt. Pizza. Okay. Noch eine Pizza für die Arbeiter. Ups, abbrechen. Würde ich sagen. Oder was haben wir? Was müssen wir noch für Kontingent abdecken? Eigentlich die Arbeiter. Wir haben jetzt halt hier diese Salami hier verwendet. Wir können ja ein klein wenig Speck verwenden. Und Käse. Ein klein wenig Gouda. Den haben wir eh schon. Ein klein wenig eh nochmal. Und ich kann mir die Pizza leisten. Ja, das ist schön. Salami haben wir ja auch schon. Und
Belagmenge ist perfekt. Sehr gut. Ups, hier sind wir richtig. 23 Euro. Gehen wir runter auf 20. Und speichern. Pizza Fab vor. Speichern. Okay. Und jetzt setze die neue britischen Pizzen auf die Menükarten deines Restaurants. Verstanden. Mach ich. Okay, wir müssen die auf alle setzen. Alter. Das ist ja mal wieder sehr vom Vorteil, weil warum sollte ich das eigentlich tun? 19 Zutaten. Ja, sehr geil. Wo ist das zweite? Hier. Okay. Kann ich die jetzt wieder runternehmen, ohne dass ich da gleich dafür gerügt werde? Die Pizza Queen. Nein. Und die Pizza Shakespeare. Haben wir hier Gruftis? Grufti. Zwischen 9 und 18 Uhr. Also. Oh nein. Wir haben hier Gruftis. Da kann ich es lassen. Und hier herunten haben wir Bonzen, Gruftis. Ja, und Arbeiter. Also da können wir eigentlich alle drei lassen. Könnten wir alle drei lassen. Aber die hier kommt weg und die hier kommt weg. Perfekt. Gut. Dann würde ich sagen, lassen wir doch mal laufen. Ich meine, wir könnten auch hier noch schön anwerben. Was kommt hier? Studenten? Nee. Sehr geehrter Herr Montago, The Londoner ist das größte Lifestyle-Magazin des Landes und übt, darf man sagen, einen großen Einfluss auf das kulinarische Leben unserer Stadt aus. Mit großer Aufmerksamkeit verfolgen wir Ihre Bemühungen, den britischer gewordenen Zeitgeist unserer Stadt auf Ihren Speisekarten abzubilden. Wir würden zum Erfolg dieser Bemühungen gerne beitragen und bieten Ihnen ein Interview in einer unserer nächsten Ausgaben an. Brittany McMurphy, Chefredakteurin The Londoner. PS, stimmt eigentlich das Gerücht, dass Sie der berühmten Familie der Ritellis entstammen und auf der Suche nach Ihrem unbekannten Vater sind? Wie aufregend! Faszinierend. Die allergleiche Passage haben wir von dem Pariser Magazin auch bekommen, die PS. Hm. Jetzt, wo deine Karte von lokalisierten Pizzanamen nur so strotzt, solltest du dies der britischen Welt kundtun. Deine Restaurants sollten aus allen Nähten platzen. Eine groß angelegte Medienkampagne wäre genau das Richtige. Verstanden. Gesamtzufriedenheit im Restaurant 55, Kundengesamt 400. Okay. Wird auf jeden Fall interessant. Was haben wir denn hier? Hier haben wir Touristen. Was haben wir hier? Hier haben wir Bonzen. Die kostet 150 gerade mal. Die pachten wir. Welche ist das jetzt? Ja, Dead Man Walking. Dead Man Walking. Passt. Hm. Jalapenos. Knoblauch. Was haben wir hier? Das sind Touristen. Lauter Touristen. Wir müssten eigentlich theoretisch noch eine Pizza für Touristen generieren. Was haben wir hier noch? Ah, hier haben wir Arbeiter. Teenager und Arbeiter. Perfekt. Pachten. Hier hin. Hier haben wir für Pizzen für Arbeiter. Na, Teenager bräuchte man noch. Da habe ich fast eine Idee. Ich meine, wir haben ja gerade schon eine Pizza erstellt, die mehr oder weniger eigentlich für Teenies perfekt war. Teenager. Mm-hmm.
mag Käse, mag Fleisch. Ich würde sagen, wir nehmen hier jetzt einfach mal die Salami und die Peperoni-Wurst drunter. Und haben die perfekte Pizza für Teenager. Die können sich die Pizza auch leisten, ohne Probleme, würde ich mal sagen. Teenager. Okay. Ja, locker, geht schon. Speichern. Pizza. Teenager. Speichern. Gut. Und dann setzen wir hier auf die Menükarte noch die Pizza Teenager mit drauf. Schauen wir die Waren an. Passt. Gut. Ich würde sagen, das war's dann für die heutige Folge. Ab der nächsten werden wir in London ganz gewaltig durchstarten. Ich hoffe, ihr freut euch genauso wie ich. Und ich schaue jetzt halt hier den Spaß noch an. Was haben wir hier? Arbeiter. Keine Teenager. Ein paar Bonzen. Überwiegend Arbeiter. Pachten. Passt. Alles klar. Gut, ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir doch ein Like da. Und ich hoffe, ihr schaltet zu einem meiner nächsten Videos wieder ein. Bis dahin, mein Name ist Eracol. Ciao.